So Leute, und herzlich willkommen wieder zurück zu Heavy Rain mit euer Gerd Tobi. Und ja, jetzt geht's weiter. Okay. Ein Raum. Was für ein Raum. Mit euch Ideen. Das ist ja mystisch. Also der hat auch selber Origami gemacht. Oh, shit, ich brauche das Passwort. Passwort. Regen? Nee. Orchideen. Ah, auch nicht. Shepard. Wie arbeitet das Hirn von diesem Irren? Es muss etwas mit seiner Kindheit zu tun haben. Wie hat er früher diese Papierhunde genannt? Sie haben also mein Geheimnis entdeckt. Das war es, Scott? All diese Kinder mussten sterben, nur damit ein Vater seinen Sohn retten kann. Schnauze! Sie verstehen das nicht. Ein Kind ist noch übrig. Es bleibt noch Zeit, es zu retten. Tun Sie es, Scott. Tun Sie, was Ihr Vater nicht konnte. Los, rein da. Max? Ich hab's. Ja. Max. So hat John als Kind die Papierhunde genannt. Was in aller Welt ist das denn? Eine Adresse. Da muss Sean Mars sein. Schnell, keine Zeit verlieren. Wahnsinn. Scott muss das sein. Okay, da kommen wir auch nicht raus. Hä? Aber hier. Komisch. Oh. Oh, der ist so verrückt, der Typ. Er will uns vernichten. Da! Wir haben es. Nein, oh. Okay. In einer anderen Wohnung, oder? Oder nee, das ist der Badezimmer von ihnen. Oh Mann. Er will wirklich alles vernichten hier. Wow. Mann, ehrlich. Nein! Verdammt! Ah. Shit, ey. Okay, soweit so gut, ey. Oh Mann. Okay. Anders kommen wir hier nicht mehr raus, denke ich. Oder? Shit. Springen wäre Selbstmord. Überleg dir was anderes, Madison. Ah.
Die Tür. Oh nein. Ey, das gibt's doch nicht, ne? Nein. Oh. Okay, okay, okay. Die Zeit läuft uns davon. Komm schon, Mädel. Komm schon. Boah. Und hepp. Boah. Dass wir noch so weit gekommen sind. Nein, er hat die Tür abgeschlossen. Mann, komm. Ah, verdammt. Nein, was ist mit der anderen Tür? Kommen wir da nicht durch? Nein. Oh. Mann, ey. Verdammt. Oh Mann, oh Mann. Wahnsinn. Jaden anrufen? Ich weiß, wo Sean Mars ist. Ich muss diesen Typen vom FBI anrufen. Jaden. Er ist der Einzige, dem ich trauen kann. Er kann ihn retten. Okay. Namen Jaden. Ich heiße Madison Page. Sie kennen mich nicht, ich bin Journalistin. Wir haben nicht viel Zeit, aber bitte hören Sie zu. Ethan Mars ist unschuldig. Der gesuchte Mörder heißt Scott Shelby. Sean Mars ist in der Theodore Roosevelt Road Nummer 852. Haben Sie das? Moment, woher wissen Sie? Das erkläre ich Ihnen später. Die American Tribune wird Ihnen bestätigen, wer ich bin. Beeilen Sie sich. Sean Mars lebt vielleicht noch. Das war eine Möglichkeit. Alles an den FBI-Typen auch noch anzulegen. Aber er weiß nun Bescheid. Oh. Spielen wir jetzt den Jungen? Eiskalt. Schlauer Dad. Freitag, 19 Uhr 22. Ah nee, das war unser Sohn. Ja. Sean. Jetzt haben wir vielleicht die Möglichkeit, ihn dort noch zu retten. Es wäre vielleicht das Finale. Wo bist du, verdammt? Ey. Ich
suche schon seit langer, langer Zeit, Ethan. Suche nach einem Vater, der es schafft, zu tun, was meiner nicht konnte. Sich selbst zu opfern, um seinen Sohn zu retten. Oh, ich suchte, suchte und suchte. Und dann dachte ich an sie. Rettet. Nur für einen Vater? Haben Sie eine Ahnung, wie es sich anfühlt, für seinen Vater völlig wertlos zu sein? Glauben Sie's? Die Opfer haben genauso gelitten wie ich. Ich habe Ihre Tests bestanden. Jetzt will ich meinen Sohn zurück. Er ist dort. Sie müssen nur das Gitter öffnen, Ethan. Komm schon. Ey, ja, Mann. Jaden. Okay, los geht's. Wir werden dich befreien, mein Sohn. Oh, Mann. Was finden wir? Wir müssen irgendwas finden, um dieses kaputt zu machen. Schnell gucken. Irgendwas muss doch hier sein. Ich muss das verdammte Gitter öffnen. Ich muss etwas finden, schnell. Ich hole dich hier rausschauen. Finden wir vielleicht irgendwas Nützliches hier? Irgendwas? Da. Das könnte helfen. Komm schon. Na los. Jetzt aber. Nein. Oh. Ja, Mann, wir haben es aufgekriegt. Komm schon. Nein. Ah. Los jetzt. Wir können das noch schaffen. Okay. Komm, mein Sohn. Wir holen dich da jetzt raus. Boah. So, nun Jaden. Mistkerl. Oh. Boah, verdammt. Wie geht der bitte schon ab, ey? Ja, die Cops sind auch schon da. Kann er nur Sachen schmeißen hier auf uns, oder was? Komm her, du! Auf Position. Zielperson ist bewaffnet und gefährlich. Der Befehl lautet, schießen ohne Warnung. Ich wiederhole, schießen ohne Warnung. Ash, Scharfschützen bereit? Ja, Lieutenant. Warten aufs Kommando. Perfekt. Diesmal kriegen wir ihn. Wir erledigen ihn, sobald er seine hässliche Fresse zeigt. Wie der abgeht. Hey, Sie da! Was machen Sie?
Lieutenant, ich bin Madison Page, ich bin Journalistin. Ich kann beweisen, dass Mars unschuldig ist. Er ist nicht der Origami-Killer. Was will die Journalistin hier? Es sollten doch alle das Maul halten. Bring sie weg, sie steht im Weg rum. Okay, Lieutenant. Na los, kommt. Sie machen einen Riesenfehler, Lieutenant. Ich kann Ethan Mars Unschuld beweisen. So. Ah, komm schon, komm schon. Ah, du Mistkerl. Er will uns Debs erledigen. Das sieht man jetzt schon, wie der schon so abgeht. So. Du komischer Gorilla hier. Boah. Nimm das. Bam. Ah, Mist. Komm schon. Schon mein Sohn. Los. Atme. Du musst atmen. So, warte. Ah, Mist. Komm schon. Ich komm wieder zu dir. Du bist nicht tot. Dad, ich hab gewusst, dass du mich rettest. Ash, schaff sie verdammt nochmal weg. Mars ist unschuldig, verdammt. Er war's nicht. Hey, was soll das? Lol. Scheiße. Was jetzt, Lieutenant? Achtung an alle, nicht schießen. Ich wiederhole, nicht schießen. Madison? Was ist los? Die Cops, sie sind da draußen. Sie haben alles umstellt. Du bist tot, wenn du da rausgehst. Ich gehe allein. Ich kann es erklären. Du bist tot, bevor du dazu kommst. Hör zu. Wir gehen zusammen, daraus mit erhobenen Händen. Dann können sie nicht schießen. Ich kann deine Unschuld beweisen, Ethan. Hör zu. Ich weiß, dass ich dir nicht getraut habe. Ich habe nur an Sean gedacht und ich... Schon okay. Das Wichtigste ist, dass du ihn retten konntest. Wow, ein Vorschlaghammer. Alter, Hammer. Vom Fers auf den Kopf gehauen. Bam. Thank you.
Kind gerettet. Vier Helden. Heavy Rain Held. Teilte die Polizei heute Morgen mit, dass der vermisste Sean Mars lebend nach 4 Tagen aufgefunden wurde. Er war vom mutmaßlichen Origami-Killer in einem Schacht festgehalten worden. Der große Erfolg dieses Einsatzes war nur möglich dank der Tapferkeit von Ethan Mars, der selbst bisher unter Mordverdacht stand. Nur mit Hilfe seines Muts und seiner Beharrlichkeit gelang ihm die Vereitelung der Pläne des Origami-Killers. Der Commissioner selbst entschuldigte sich heute öffentlich bei ihm. Die Schlagzeile des Tages. Laut offiziellen Polizeiangaben ist der mutmaßliche Origami-Killer identifiziert. Scott Shelby, 48, ehemaliger Lieutenant. Er gab sich als Detektiv aus, der im Auftrag der Familien der Opfer ermittelte. Shelby wurde während eines Polizeieinsatzes getötet. Weitere Details wurden bisher noch nicht bekannt gegeben. Sagen wir mal, ein Freund hat ein bisschen geholfen. Wenn wir wollen, gehört's uns. Hey Dad, ich hab mein Zimmer gefunden. Na, wie ist es? Es ist perfekt, Ethan. Wir werden alles vergessen können. Ein ganz normales Leben führen und irgendwann wird uns alles wie ein böser Traum erscheinen. Wir haben es uns verdient, glücklich zu sein. Wir alle drei. Unser Gast ziert diese Woche das Cover des World Magazine und wird von unserer ganzen Nation als der neue Held gefeiert. Eindrucksvoll beendete er fast im Alleingang die grausame Serie von Morden, verübt von dem Mann, der als Origami-Killer bekannt wurde, und rettete den kleinen Sean Mars. Entschlossenheit, Mut und Intelligenz haben ein neues Gesicht. Norman Jayden. Guten Abend. Thank you.
I want to see them again. I'm a father too. Stay back! Don't come near me, or I'll shoot! Jawohl, das war's nun mit Heavy Rain. Ja, die Story ist nun beendet und ja, ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, Leute. Ja, mir hat es auf jeden Fall gefallen, also an meiner Stelle. Ich fand es sehr spannend, auch an manchen Stellen, auch wie filmreich das gemacht worden ist. Ja, könnte man auch als Film so gesehen machen, aber Spiele als Verfilmung haben noch nie so richtig funktioniert und ist in meisten Fällen auch wirklich, ja, nicht empfehlenswert oder hat nicht wirklich viel Erfolg erbracht. Aber ich muss schon sagen, eine coole Story auf jeden Fall, haben die echt die Mühe gemacht und ja, gar nicht schlecht. Ich wusste auch gar nicht, dass es Scott war. Ich habe auch irgendwie gedacht, dass wer erst der hier. Wie hieß er nochmal? Auf jeden Fall hier dieser eine Polizeibeamte, der hier auch so eine goldene Uhr hat. Aber ich habe auch eher gedacht, dass jemand anders es wäre. Also der Sohn, Gordy, genau, dieser verrückte Sohn von diesem reichen Vater da. Und ja, schaut euch nochmal die Parts an, damit ihr Bescheid wisst. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwie von den zwei gedacht. Klar, dass jemand dann versucht hat, dann alles auf unseren Ethan zu, ja, die Schuld zu geben für die ganzen Morde und so weiteres und ihn als Täter da dazustehen zu lassen. Und gut, dass wir die Prüfung nicht gemacht haben, die letzte. Also das mit dem Gift, das war, ist schon extrem, finde ich. Und naja, gut, dass wir das gemacht haben, sonst hätten wir das vielleicht noch ein trauriges Ende noch erlebt. Es könnte ja soweit sein. Und ja, Jaden, der so gesehen jetzt der Held, der jetzt auch Scott Shelby, ja, erledigt hat. Ja, bei dem hat er jetzt groß gefeiert, der FBI-Beamte. Und ich finde trotzdem voll nice noch seine Brille und alles. Finde ich richtig cool. Hat irgendwas so richtig Agentenmäßiges, so 007-Style, finde ich. Und ja, hat mich echt beeindruckt, dieser Typ, dieser FBI-Beamte. Der war nicht schlecht. Ja, was ist denn noch zu sagen? Hat auf jeden Fall gebockt, das Spiel. Und ja, wir konnten noch zum Glück noch unseren Sohn noch retten und ja, Jane ist jetzt auch in den Zug, also jetzt vollkommen, also er nimmt auch nicht mehr sein Mittel da. Ja, ist eigentlich auch recht nice. Und ja, es hat, also das Spiel hat auf jeden Fall richtig Bock gemacht, Leute. Also sowas kann, also sowas will ich das sagen, also. Oh Mann.
Und hab das richtig durchgezogen noch. Also das Spiel. Ich weiß jetzt nicht. Ich glaube, ich habe gestern noch ein paar Parts aufgenommen. Wenn ich jetzt hier mal kurz am Desktop gucke. Ich schau mal jetzt gerade. Heavy Rain, ja. Ich glaube, ich habe bis Part 10 gemacht, Part 10 aufgenommen. Und dann bin ich einfach jetzt mal so ein bisschen durchgegangen. Jetzt sind wir jetzt schon in Part 26, der jetzt auch ziemlich lange laufen soll, weil es ist der finale Part, Leute. Und ich überlege noch, ob ich dann noch die, die Erweiterung noch für euch spielen, den Präparator. Da könnten wir vielleicht auch noch irgendwie was Lustiges noch erfahren, mal schauen. Ja, ich gucke jetzt nochmal über Google Chrome jetzt nochmal kurz hier. Ah ja. Neue Animes. Mhm. Aber Leute, das Spiel hat so Bock gemacht, mal ernsthaft, also ich weiß nicht, ob ich irgendwann noch weiter mit meinem Anime-Kanal hier noch was machen werde, mal schauen. Also wenn ihr dazu Bock hättet, oder ich kann auch auf meinem Kanal Anime-Empfehlungen machen, das könnte ich zum Beispiel auch. Ja, wenn es euch sowas interessieren tut, also ich weiß ja nicht, nicht jeden interessiert das, so eine Anime-Empfehlung zu machen und ja, euch dann eben halt Folgen zu Streaming zu folgen, also ja, zur Verfügung zu stellen und ja, also wenn ihr nur Bock drauf hättet, also ihr müsst ja nicht. Ja, das war's erstmal so von dem Spiel. Ich habe hier noch One Piece Pirate Warriors Gum Gum PS3. Voll cool. Und ja, ich habe jetzt meine 500 Abonnenten erreicht, sehe ich jetzt gerade hier. Oh, nice. Ihr seid die Besten. Ihr seid echt super Leute. Und ich hoffe noch mehr Aktivität bei euch. Also noch mehr so, ja, in die Kommentare schreiben. Euch bei den Bewertungen, ja, mit einzumischen. Also, ob ihr es gut findet oder nicht. Das bleibt allein bei euch. Ja, bleibt euch selber zu entscheiden auf jeden Fall, aber mehr machen kann ich ihm halt nicht, halt meine Hand. Ja, waren schon ordentliche Parts, kann man sagen, also war schon auf jeden Fall, ja. Der Präparator. Da fangen wir demnächst mal an, Leute. Dann seht ihr hier Heavy Rain Chronic 1, der Präparator. Und ja, wenn ihr dazu Bock habt, dann schaltet ihr den nächsten Part wieder mit ein. Dann sehen wir hier noch den, ja, Erweiterungs-DLC Heavy Rain Chronic 1, der Präparator. Ja, das war's erstmal. Danke fürs lange Zuschauen auf jeden Fall für dieses Video. Ging über eine halbe Stunde, aber für die fleißigen Zuschauer danke ich auf jeden Fall. Und ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, dieses Projekt. Also von der Hauptstory. Und wenn ihr noch mehr davon haben wollt, dann schaut einfach mal zum nächsten Part. Dann geht es auf jeden Fall weiter. Okay, Leute, ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und haut rein.